Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin zu der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet. Im Jahre 2020 ist es soweit. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgerutscht, alle Finger sind noch dran, hoffen wir doch mal. Und wir sind natürlich hier im Bussimulator stehen geblieben. Und wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, war ich in der letzten Folge doch ein bisschen, ja, enttäuscht, sauer. Ja, könnte man vielleicht so sehen am Ende der Folge. Denn ich dachte eigentlich, oder normalerweise wäre es so gewesen, dass da nämlich eigentlich zu Ende wäre. Bussimulator hätten wir da durchgespielt gehabt. Ich habe mal recherchiert, es gab wohl ein Missionspack-Update für den Bussimulator 18 auf dem PC und diese hat man hier schon integriert. Deswegen gibt es jetzt hier noch 3 weitere Missionsziele oder 4, 5 weitere Missionsziele. Ich habe keine Ahnung. Und um das Ganze jetzt nicht hier einfach so zu beenden, so das einfach so stehen zu lassen, werden wir das Ganze jetzt hier so durchkauen. Wir werden jetzt hier versuchen, das Ganze natürlich nicht so in die Länge rauszuzögern. Ich hoffe, das funktioniert hier. Wir müssen heute die ZOB Südspeiche fahren. Ich glaube, das müsste... Nee, warte mal. Ist das unsere... Ich muss aber ganz kurz gucken, weil ich sehe da gerade was. Haben wir die? Das ist hier 49, weil wir haben hier noch mal Media Center. 48, Ostspeiche. 47, ZOB Südspeiche. Hier haben wir 20.000 drin. Ich glaube, hier die. Also, ich glaube, das war die gewesen, wo wir so unglaublich viel Geld gemacht haben. Genau, bestes Ergebnis 49.000. Stimmt, das war die. Was bist du hier? Achso, ich glaube, das war die gewesen, wo wir einfach nur schnell aufgelevelt haben. Richtig? Ja, dann müsste es die hier sein. Die 47. Wie gesagt, mit 29 Minuten sollte das Ganze passen. Wir schauen nochmal vorsichtshalber rein. Also, wir brauchen ZOB. Haben wir. Nein, das ist sie nämlich nicht, sehe ich gerade. Denn. Steineckkirche? Fernmühle? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ich habe hier irgendwie eine Haltestelle. Die Pferdemühlengasse, die ist hier. Warum bist denn du drinne? Dann müssen wir die leider löschen. Ah ja, das war ja das gewesen, stimmt. Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Warum haben wir die drinne? Oh, wo ist sie denn überhaupt? Pferdemühlengasse hier. So, also wir haben ZOB. Achso, uns fehlt der Hauptbahnhof. Ah! So, jetzt müssen wir natürlich das wieder umsetzen. Bushaltestelle neu sortieren. So. Speichern. Das Ganze ist jetzt 31 Minuten, 44. Und wir dürfen nicht länger als 32 Minuten. Das passt. Somit sollte das jetzt funktionieren. Somit können wir jetzt die Fahrt beginnen. Und komm, gib uns den Zitaro klein. Was soll's. So, natürlich schon längere Zeit nicht mehr gespielt hier. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir das Ganze jetzt hier noch hinbekommen. So. Schön, Kollege fährt ab. So, alles einsteigen. So, Fahrkartin, Tag, Senior, 2 Stück. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? 1, Standard. Danke. Eine so, Fahrkarte, bitte. 1, Senior. So, los geht's. Ja, also wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass wir das wirklich Ende letzten Jahres das Ganze wirklich abschließen können und dann überrascht mich da so ein Missionspack. Kate, ja, was das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da irgendwie was kam. Plus irgendwie bei anderen YouTubern halt gesehen, dass da halt wirklich Cut ist, dass die da wirklich dann ihr Dings beendet haben, ihr Let's Play zum Bussimulator und dann, ja, überraschte mich dann tatsächlich das Ganze mit dem Missionspaket.
Und das sind halt tatsächlich nur noch so eine, ja, nervigen, so Zielmissionen, ja, wo du halt einfach nochmal deutlich mehr Zeit investieren musst, damit das Ganze halt dementsprechend halt auch, ja, ich sag mal, du das Spiel länger spielen musst. Unter anderem zum Beispiel auch Nachtmissionen, die wir jetzt denn in Zukunft fahren müssen hier und alles sowas. Ah, das ist ein bisschen lästig. Genau. Wenn es denn später die Map-Extension gibt, dann kommen natürlich noch weitere Missionen dazu. Und ja, das wusste ich, aber ich habe tatsächlich echt nicht gedacht, dass wir das Ganze hier dementsprechend halt auch nochmal in der Standardversion halt sowas halt auch gab. Geschweige, dass die PlayStation das schon drin hat. Ja, die PlayStation hängt ja nur doch ein bisschen hinterher, was die ganzen Updates und ja, DLCs zumindest angeht. Aber dieses Jahr zumindest sind ja die ersten DLCs angekündigt worden. So. Das ist positiv, wir können gut durchrushen hier. So. Läuft. Wir haben noch 4 Minuten, bis wir da sein müssen. Die Oma ist schon hingefallen. Nur hat sie Pech, muss sie sich festhalten, die junge Dame. Ey, was ist das hier? Was? Ach so, na klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier bitte. Alle gültiges Ticket. Das hat sich gelohnt. Wahnsinn. Ja, den ersten DLC hat man jetzt ja für Mitte Januar zumindest schon mal angekündigt, dass da jetzt der erste DLC kommt, um das Ganze halt dementsprechend weiter auszubauen. Für die Innenausstattung zumindest schon mal. Dann denke ich mal, dauert es auch nicht lange, kommen die ersten Bus-DLCs. Also da wird es noch einiges geben. Ah, ich muss sagen, hat mir ein bisschen gefehlt, das Aufnehmen. Hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, Gesundheit. Nee, das war noch nicht rot. Blinker korrekt gesetzt. Wunderschön. So. Ja, wo soll ich jetzt langfahren? Das war Kirschgelb. Ja, so kann man es auch sehen. Alle Schlaglöcher mittlerweile jetzt deaktiviert hier.
Gab auch seit der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme kein Update. Also kann man davon ausgehen, dass die relativ zufrieden sind mit dem, was sie haben. Boah, hier gut. Boah, das war knapp in der Mauer. Aber ich wollte auch gerade sagen, wir spielen keine Omsi. Hier scheint es zu funktionieren, dass der KIO stehen bleibt. Das ist mit Controller natürlich, nicht mit Lenkrad. Das ist immer schon eine andere Hausnummer hier. Das ist eine andere Hausnummer. Wow. Hui. Ja, immer wenn ich eine Panikbremse mache, komme ich immer auf die L3-Taste. Nee, doch, auf die L3-Taste. Und da rutschte dann leider immer in die Außenperspektive. Tut mir leid. Aber das war gerade mega knapp. So, Woche, Standard drücken. Danke. Eine Fahrkarte. So, Woche. Oh. Woche, Standard drücken. Danke. Keiner mehr mit. Und tschüss, weiter geht's. So, hat er den Führerschein gewonnen? Ja, oh ja, das würde Manfred wieder sagen. Das ist richtig, das würde Manfred wieder sagen. Aber es war gerade wirklich knapp. Also, ich habe mich eigentlich schon in der Leitplanke liegen sehen. Aber das ist alles mal gut gegangen. Ich lass dich nicht rein. Ich lass dich nicht rein, Freund. Fuftsch. Sollen wir aufpassen, ein bisschen Blitzer hier und so? Ne, wisst ihr ja Bescheid. Ah nein, ich kann die Fahrt eigentlich abbrechen. Ach Gottes Willen. Wir hätten einen Rundfahrtmodus machen müssen. Ich hoffe, dass er das vielleicht gespeichert hat. Das wäre mir natürlich am liebsten. Normalerweise speichert er die Einstellung immer. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag. Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Sunny Springs, ja. Nee, was blinkt denn da auf der Karte? Achso, soll das die Haltestelle darstellen? Wir haben ja auch ein paar Minuten Zeit. Ist das hier? Ja. Das weiß ich gar nicht, wie viele Kilometer. So, sagen wir uns mal noch schnell eine Trophäe ein. Schon mal dabei sind. Aber ich finde den Bus gleich wieder. Das ist viel interessanter. Auch schön, wie der Baum hier einfach. PlayStation, da ist sie. Sehr schön.
mitgenommen, die Trophäe. Schon mal gerade hier, wie gesagt, hier sind. Wir haben ja eigentlich genug Zeit hier mit dem Fahren. Da klappt das schon. Können wir auch mal so einen kleinen hübschen Abstecher machen. Yes. Obwohl, warte mal, das wäre eigentlich ziemlich cool. Wenn wir das sogar als Bild nehmen. So. Rasenlatscher. Ne, es gibt halt Trophäen hier. Ich glaube, die gibt's. Meiner Meinung nach müsste ich sie sogar auf dem PC geben. Ich habe auch mal geguckt, ob es möglich ist, hier eine Platin zu holen. An sich hört sich's realistisch an. Ich glaube, das Einzige, wo es wirklich hängt. Ist aktuell das mit den Dings hinzubekommen. Mit dem Fahrerlevel. So, Nevio schreibt, es auf dem PC genau das gleiche. Jetzt gibt es hier noch drei versteckte Items, die man hier noch sammeln muss. Die wir uns natürlich auch noch alle holen werden. Also insgesamt ist auch gut. Insgesamt gibt es hier 4 Sammelquests. Verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Genau, in der Nähe des Hafens ist auch noch einer. Jutitante Blitzer. Ja, das ist wohl wahr. Schon einige mitgenommen hier. So. Naja, so kann man auch Sport machen, ist natürlich. Also, wenn ich verheiratetes Ehepaar gucken will, dann setze ich mir einfach volle Kirsche und bleibe da sitzen, bis sie da ihre 20 Leute da geheiratet haben. So, jetzt ging die Schranke runter. Ist Gott sei Dank vorbei. Nicht so wie das letzte Mal. Die Züge sind hier leider nicht so spektakulär gelungen, finde ich. Aber wenn wir schon mal in der Nähe vom Hafen sind, können wir da vielleicht. Boah, ich dachte, der führt uns jetzt rein. Können wir da vielleicht jetzt auch noch hin? Oh, ich habe ja meinen Kaffee noch gar nicht hergeholt. Was ist los, ey? Habe ich überhaupt Kaffee gemacht? Muss ich noch holen in der Pause. Muss ich noch holen. Also, soweit ich weiß, ist da nichts geplant. Zwecks reale Städte.
So, hier hätten wir jetzt, auf jeden Fall wäre jetzt schon Endstation. Ah, oh, nee, ja, also wir selbst haben heute schon bestellt. Schön Schnitzel mit Pommes, lecker. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Was ist denn? Naja, ein paar Fahrgäste waren drin, können wir gleich mal nochmal nachgucken. So, wunderschön. Aber das Problem ist, wir dürfen das Garanzeige nochmal neu machen. Tja. Weil wir nicht den Rundfahrmodus anhaben. Jetzt haben wir zwar die Strecke perfekt abgeschlossen, allerdings musst du doch die eine Aufgabe im Rundfahrmodus beenden. Und das haben wir jetzt nicht getan. Er hatte schon gesagt, letzte Haltestelle. Das werde ich dann gleich nochmal im Offscreen machen. Ach, das war. Hier ist die Fahrkarte. Und hab ich Ihnen? Na klar, hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte. Na klar. Klar. Was? Ach so, hier, bitte. Na klar. Was? Ach so, hier. Was stinkt denn hier so? Genau, weißt du? Dann habe ich ja noch 18 frei. Aber wegen sowas bekommst du keine Punkte. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ich krieg diesen Husten echt nicht weg. Ja, es ist schon wieder... Bei 8 Punkten war er schon. Na, kannst du mal sehen. So alt bin ich schon. Da waren schon immer 8. Ich dachte, die Zahl war deutlich höher gewesen. Boah, ist der Bus kaputt oder warum fährt er so langsam? Zumindest haben wir die 4 Sterne voll. Ja, genau.
Verdammt, müssen wir in der nächsten Folge, schauen wir weiter. Ich werde das Ganze jetzt im Offscreen nochmal nachfahren. Ja, freue ich mich immer so drauf. Und dann, denke ich mal, werden wir uns das in der nächsten Part, dann, ja, sehen wir uns dann zu dem nächsten Missionsziel hier wieder. Und freue ich mich. Also, wir sehen uns natürlich dann wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich. Tschüss.